meine Brille liegt da unten, bitte. Soll ich sie nicht haben? Ach, Süße. Ich dachte, ich soll sie dir jetzt geben. Die Frauen sind Wesen mit 8 Beinen, die auf nur 2 zu laufen scheinen. Sie werfen Netze, Kleister, Fäden über alle Welt und jeden. Sie sind sehr alte, weise Wesen, von Stolz und Habsucht fast genesen. Sie rudern sich wie große Steine, wie das Ewige und Eine. Achtung! Die Wahrheit. Und vor allem sind die Frauen mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Die Frauen sind Wesen, weich wie Schnecken, die jeden Stachel stumm verlecken. Sie bringen müdes Fleisch auf Touren und hinterlassen Glitzerspuren. Mal sind sie Keusch und mal Kumpanen, stets Abgrundtiefe, Ozeane. Ob stürmt, ob sich die Wogen glätten, wer sie bewährt, es nicht zu retten. Mein Grund, von hier nicht abzuhauen. Die Frauen sind rätselhafte Wesen, voll verschlüsselt, schwer zu lesen. Wie Katzen, die auf Hunde machen und heimlich über Hunde lachen. Sie sind die besseren Bestimmer, im Sumpf der Seelen bessere Schwimmer. Sie sind die besseren Menschenkenner und das wahre Ich der Herr. Briefe an die Zukunft schreiben, sich gegen Tod und Teufel wehren, einander immer neu gebären. Sie sind wie Wesen von den Sternen, man kann bei ihnen fliegen lernen. Sich in ihre Obhut geben, schwören nicht mehr aufzuleben. Wesen weich wie Schnecken, die Frauen sind rätselhafte Wesen, ja voll verschlüsselt, so schwer zu lesen. Wesen von den Sternen, yeah. Man kann bei ihnen fliegen lernen. Markus, die Frauen sind wie die am Ende überbleiben, glaub mir das. Ja, schon. Und sie sind die besten Menschenkenner. Und das wahre Ich der Männer.